Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Paletti Spaghetti. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Paletti Spaghetti. Wieder mal ein Spiel rund um Spaghetti. Ah, da gibt es wirklich sehr viele Spiele mit Spaghetti, aber auch anderen Zutaten. Nudeln bietet sich einfach an, die zu rollen. Letztendlich ein Spaßspiel aus dem Hause Schmidt ab 4 Jahre. Für 2 bis 4 Personen, 10 Minuten Spielzeit, dazu später mehr im Fazit. Ich zeige euch die Abläufe. Ich sage auch noch ein bisschen was zum Aufbau. Ich hoffe, wir haben nämlich alles hier richtig aufgebaut. Also zumindest hat alles funktioniert. Also da gibt es auch noch ein paar Infos. Und letztendlich liegt hier schon alles vor uns. Das heißt, der Spaghetti-Teller, der liegt hier vor uns. Hier sieht man es. Und am Anfang, für die erste Partie, beziehungsweise ihr könnt es auch wieder zusammenbauen, aber ich zeige euch, wie das aufgebaut wird. Hier haben wir praktisch die Spaghetti. Und eine Schnur geht von unten, ich muss ein bisschen zeigen, von unten hier raus. Wenn ich da ziehe, da unten habe ich einen Knoten angebracht. Das heißt, da ist ein Knoten drin. Dann nehmt ihr praktisch diese ganze Spaghetti und führt sie quasi in diesen unteren Bereich dann ein. Das heißt, in dieses kleine Loch. Und auf der Rückseite macht ihr dann auch wieder einen Knoten, sodass ihr dann quasi eine Schnur habt, die zusammenhängt. So haben wir zumindest das gemacht. So hat es auch funktioniert. Und spielt ihr dann zu zweit, dann nimmt man noch eine weitere Spaghetti, beziehungsweise hier nochmal einen weiteren Bereich und legt das dann hoch, nimmt es hoch, andere natürlich auch und lässt dann, je nachdem, wenn ihr zu dritt spielt, dann lasst ihr praktisch eine Spaghetti weg, spielt ihr zu zweit, dann habt ihr praktisch zwei Farben und lasst es quasi einfach über eurem Teller dann fallen. So, und jetzt kommt das größte, das langwierigste Element, weil letztendlich habt ihr jetzt hier die Zutaten und die Zutaten, die steckt ihr jetzt einfach zufällig in diese Löcher rein. Das heißt, diese Plattform wird am Anfang vorbereitet. Das erkennt man, was mit dem Knoten angeht. Ich hoffe, das passt. Wie gesagt, wenn ihr da Probleme gehabt habt oder ich hoffe, ich habe jetzt alles auch richtig gemacht, gerne in die Kommentare. Aber diese ganzen Plättchen, diese 20, 30 Plättchen, das kann man auch gemeinsam machen, die steckt jetzt hier rein. Übrigens, ja, ihr solltet aber schauen, dass ihr die so reinsteckt, dass hier keine keine Spaghetti zur Seite geschoben wird oder letztendlich dann irgendwie noch mit in das Loch eingeführt wird. Ansonsten müsst ihr leicht rüberschieben, sodass das passt. Aber dann habt ihr irgendwann nach Gefühl 2 Minuten, habt ihr dann alle Stecker dann drin. So, jetzt auch die letzten noch und ihr merkt, bunte Auswahl an Zutaten für unsere Spaghetti. So, und jetzt merkt man im hinteren Bereich, beziehungsweise im mittleren Bereich, muss man doch ein bisschen schieben. Das lässt sich da einfach nicht verhindern, aber es geht ja auch letztendlich darum, seine Spaghetti, seine Nudeln auf die Gabel zu bekommen. Und zwar komplett, weil wer das dann nämlich schafft, der oder diejenige hat dann das Spiel gewonnen. Das heißt, man dreht jetzt hier an seiner Gabel und dreht dann so lang, bis es quasi nicht mehr weitergeht. Irgendwann, das sieht schon mal sehr gut aus bei mir, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Das machen natürlich alle gleichzeitig, also alle drehen praktisch jetzt hier an der Gabel und da merkt ihr dann auch, je nachdem, ob ihr alles richtig aufgewickelt habt, auch mit dem Knoten, ja, da geht es nicht mehr weiter, da kann ich noch so viel drehen, aber bei dem gelben Bereich, das ist super, ich glaube, gelb gewinnt quasi schon, es gibt aber doch ein paar Probleme und grün natürlich auch nicht vergessen, das heißt, das macht man hier gleichzeitig. Genau deswegen wollte ich es auch euch auf diese Art und Weise dann vorstellen, gerade was den Aufbau angeht und das Abwickeln angeht, da kann man noch ein bisschen drehen, aber irgendwann ist quasi ein Ende erreicht. Aber Ziel ist es natürlich, dass eine Person, ein Spieler, eine Spielerin seine Spaghetti auf die Gabel dann bringt, komplett bringt, aber es hängt hier natürlich noch überall und der oder diejenige hat gewonnen. Ja, aber wie kriegt man jetzt das Ganze wieder erledigt? Und dafür gibt es natürlich einen Würfel, da sind die Symbole hinterlegt, ihr würfelt reihum. Je nachdem habt ihr auch einen Joker gewürfelt, dann dürft ihr euch aussuchen, was als Steckplatz, als Zutat dann quasi rauskommt. Das heißt, es wird gewürfelt und nehme an, das ist der gelbe Person. Dann muss man natürlich überlegen, Tomate, ja, da wollte ich eigentlich nicht. Ich will anderen ja auch nicht helfen. So viel zu etwas Taktik. Alle tun wieder dran ziehen, das passt, dann ist der nächste dran. Ihr, glaube ich, könnt es euch vorstellen, wie das Ganze abläuft. Ja, wenn ich jetzt hier einen Pilz ziehe, dann freut sich natürlich hier dieser Spieler, der gelbe. Und so geht es weiter. Würfelt ihr ein Symbol, was letztendlich nicht hier hinterlegt ist,
Ja, dann würfelt ihr einfach erneut. Das heißt, ihr würfelt so lange, bis ihr dann das passende Symbol dann habt. Und irgendwann, letztendlich habt ihr quasi alles auf eurer Gabel. Wenn ihr das mit Jüngeren spielt, klar, es ist ja auch ab 4 Jahren. Wir haben es auch mit Jüngeren absolviert. Dann ist eins, was jedes Mal passiert, letztendlich rufen alle, wenn man sowas rausgenommen hat, Paletti Spaghetti. Und zwar jedes Mal. Immer würfeln, was rausnehmen, Paletti Spaghetti. Könnt ihr machen. Ich habe es jetzt einfach mal streng nach Regel euch jetzt auch so gesagt, das könnt ihr machen. Wenn man es öfter spielt, dann vergisst man es auch teilweise. Aber so wird das Ganze aufgefädelt und der oder diejenige, die das geschafft hat, als erstes seinen Spaghetti auf die Gabel aufzuwickeln, hat das Spiel gewonnen. Und so sieht es jetzt am Ende aus, damit ihr das jetzt auch nochmal gesehen habt, wie das hier aussah. Ja, gelbe Person, gelbe Spieler, Spielerin hat gewonnen. Ja, aber es war knapp, weil es war deswegen knapp, weil je nachdem sind noch Fäden hier irgendwie hinterlegt, beziehungsweise Spaghetti, sodass man Mitspielern dann helfen muss, um eine Zutat zu lüpfen, damit man ja richtig aufwickeln kann. Das muss man machen und letztendlich hat man dadurch dann die Partie gewonnen. Hier wäre jetzt eigentlich nur noch die rote, die Tomate gewesen und dann wäre auch hier das Ziel erreicht. Ja, hier, da wird es noch ein bisschen eng, also hier kann es noch eine Weile dauern. Und das ist im Prinzip Paletti Spaghetti. Ein Spaßspiel, ein Funspiel und solche Spiele sind ja durchaus beliebt. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder solche Spiele vorgestellt, weil die sind von den Regeln her einfach. Die kann man schnell spielen. Das kriegen auch Jüngere hin. Deswegen ab 4 Jahre, das passt. Natürlich nach oben, ideal für die Familie. Aber das spricht natürlich eher die Jüngeren an. 4, 5, 6 Jahre ist jetzt hier die Zielgruppe dieses Spiel, dieses Funspiel, was in den Runden, wo man es mit Bekannten dann absolviert haben, durchaus witzig und lustig ankam. Was ein bisschen kritisch ist, ist der Aufbau, was die Anleitung angeht, wie man das einfädelt. Ich hoffe, ich habe es alles korrekt euch gesagt und erklärt. Das ist zwar mit ein paar Beispielen in der Anleitung hinterlegt, mit dem Knoten, mit ein paar Abbildungen. Letztendlich haben wir es dann das erste Mal gespielt, haben wir dann festgestellt, irgendwie passt nicht, weil das lässt sich ja gar nicht festzurren. Okay, der Knoten muss hinten sein und irgendwann hat es dann auch funktioniert und so konnte man es dann auch letztendlich dann spielen. Abbauen kann man letztendlich alles, das wird dann einfach rausgezogen. Da braucht man schon ein Erwachsenen ein bisschen Hilfe, das fällt den Jüngeren ein bisschen schwer. Ansonsten kann man es natürlich auch so nehmen, Plastik natürlich hier was dominiert und auf die Seite legen, weil letztendlich hat es dann doch keinen Platz mehr in dieser Verpackung. Schön wäre es natürlich gewesen, aber dann sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, was ja auch für euch teilweise sehr wichtig ist, wenn die Verpackung etwas größer gewesen wäre, etwas höher, aber dann wäre wahrscheinlich zu viel Luft drin gewesen. Ja, wie man es macht, macht man es auch nicht richtig. Aber so muss man natürlich letztendlich dann wieder alles auseinanderbauen. Der Preis schwankt, da müsst ihr mal schauen, abhängig davon, wo es euch holt, beziehungsweise schaut mir über den unten genannten Link, wenn es euch anspricht. Es ist ein Spiel, ein Spaßspiel für zwischendurch. Keines der Spiele, wo man sagt, wow, das rollen wir jetzt gleich 10-mal hintereinander auf den Tisch. Das spielt man ein paar Runden gerne, je nachdem vorm Essen oder nach dem Essen. Als schnelles Spielchen, es geht ja auch recht schnell, 5 bis 10 Minuten ist gespielt. Bei uns mit Bekannten 2, 3 Partien spielt man, dann ist es auf der Seite. Dann spielt man es ein paar Tage später wieder und so soll es sein. Und das ist praktisch als, ja, als Gedanke dann gedacht, als Zielgruppe der Gelegenheitsspieler, wenn man solche Fun-Spiele dann mag. Ist ja von der Illustration durchaus witzig gemacht. Das zu den wichtigen Infos. Genau zu zweit habe ich es gesagt, müsst ihr halt 2 Gabeln nehmen. Zu dritt, ja, es funktioniert. Ideal ist aber 2 oder 4 Personen. Perfekt zu spielen, ganz klar mit 4 Personen. Das als Hinweis, wenn man es zu dritt spielt, okay, dann muss man einfach schauen, wobei wird halt eins nicht aufgewickelt, es funktioniert aber auch, haben wir auch ausprobiert. Ja, das zu den wichtigen Infos. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr jetzt auch Hunger bekommen. Zumindest geht es mir jetzt aber auch so. Und ich freue mich auf eure Rückinfo und sage danke, macht's gut und bis bald.